Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei mir. Heute sind wir in Bad Ems auf dem schönen Bikepark. Den wollte ich mir heute mal anschauen und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lange, sondern legen gleich los. Ich nehme euch mit, mal schauen, was geht. Bis gleich, los geht's! Ja, liebe Zuschauer, das sollte mein tolles Intro für einen tollen Tag in Bad Ems werden. Das Ganze ging natürlich nach hinten los, das kann ich euch schon vorne wegnehmen, aber dazu später mehr. Ich hatte mir viele Berichte über den Emser Bikepark schon angeschaut und wollte unbedingt diesen Bikepark fahren, hatte mir allerdings an diesem Wochenende ein schlechtes Wochenende ausgesucht, weil es hat am Vortag richtig fett dort geregnet. Aber ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, fährst das Ding, wird bestimmt geil. Als ich dann hier auf diese erste Wall zugesteuert bin, musste ich an das am Bikepark Anfang stehende Schild denken. Dort stand nämlich ganz groß drauf, dass man alle Barrieren, Holzbarrieren und Holzsprünge nicht bei Regen befahren sollte, da, hier fahre ich deswegen extra drumherum nochmal, da erhöhte Sturz und natürlich auch Gefahr damit zu rechnen ist. Und deswegen sollte man ausdrücklich diese hölzernen Teile nicht befahren. Habe ich auch am Anfang befolgt, bin dann ganz locker hier diesen ersten Abschnitt runtergecruised und habe mir eigentlich so gedacht, boah, ich glaube, es wird ganz cool heute. Wohl bemerkt, es ist meine erste Tour bei so einem, ich sag mal, nassen, ja, Parcours. Ich bin sowas noch nie in so eine Nässe gefahren und habe auch schon so zum Teil so gedacht, Mensch, es ist echt glitschig und rutschig. Doch als ich jetzt hier zum zweiten Abschnitt kam, war ich wieder total begeistert, weil es so mit diesen kleinen Sprüngen anfing und hatte aber schon so ein bisschen mit dieser Nässe zu kämpfen. Als ich dann endlich meinen Bremshebel mal eingestellt hatte, der sich ständig bei mir verstellt, habe ich hier diesen coolen Sprung gesehen und habe gesagt, Mensch, den musst du unbedingt fahren, den hast du schon so oft gesehen. Bin dann auch hier auf die Barriere drauf gefahren und war gerade am Gas geben und dann zack, ja, hat es mich auf die Schnauze gelegt und ich dachte mir nur so, oh, Ronny, bist du so dämlich. Am Parkeingang stehst, du sollst es nicht machen, was machst du? Du fährst diese Holzbarriere. Richtig dämlich. Ich hatte ein bisschen Glück im Unglück. Ich bin ein bisschen beschissen auf die Hand draufgefallen und die wurde später dann während der Fahrt dann noch dick. Aber es ist Gott sei Dank nichts gebrochen. Es war nur eine Prellung. Und naja, gut. Ich habe, glaube ich, aus diesem Unfug gelernt. Wobei ich dazu sagen muss, also wenn es in Bad Ems regnet, sollte man diesen Bikepark nicht fahren, da wirklich sehr viele Sprünge und alles andere aus Holz besteht und es wirklich extrem glatt und rutschig ist. Also ich denke, bei trockenem Wetter macht das richtig Fun, bei diesem extrem nassen Wetter macht es überhaupt keinen Spaß. Ich bin also noch mehrmals hingeflogen und ja, so kam es dann auch zum schnellen Abspann. Wie ihr hier sehen könnt, ist mein Fahrrad dann auch relativ schnell wieder ins Auto gewandert. Ich habe mich megamäßig über mich selbst geärgert, weil ich einfach gedacht habe, Mann, wie dämlich bist du eigentlich? Und ja, mein Bike komplett dreckig. Da dachte ich nur noch eins, komm, fährst nochmal in Stromberg vorbei. Vielleicht hast du Glück und dort ist besseres Wetter oder es hat nicht so stark geregnet. Lass uns dort nochmal hinfahren. Und das habe ich dann auch getan. Ja, und das hatte auch funktioniert. In Stromberg hat es Gott sei Dank nicht so stark geregnet. Der Trail war relativ trocken im Gegensatz zu Bad Ems. Und ich habe mir gesagt, komm, heute springst du wirklich alle Sprünge aktiv, also nicht einfach nur passiv drüber springen, sondern wirklich aktiv springen, sauber springen, alle Sprünge, die auch mit dem Totenkopf gekennzeichnet sind. Und das habe ich dann auch getan. Schöne Grüße gehen an dieser Stelle an die YouTube-Kollegen von Outdoor Otter, die mir in meinem letzten Video eine Nachricht geschrieben haben. Ich glaube, der Kevin war das gewesen. Der hat gesagt, Mensch, film doch mal deine Videos vielleicht, dass man mehr von dem Bike sieht. Vielen Dank für die Info. Grüße gehen hier raus. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig gemacht.
Wenn ihr mal Lust habt, schaut auch mal gerne bei denen auf dem Kanal vorbei. Das ist immer sehr, sehr lustig bei denen. Ich verlinke ihn euch einmal. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los. Ich fahre los auf dem Trail und mal schauen, was so geht. Hier kommt gleich dann der erste Sprung, vor dem ich mega Respekt hatte, weil einfach die Strecke unterbrochen ist. Jetzt kommt er hier, zack, den bin ich aktiv gesprungen, sauber gesprungen. Ich war total happy, dass ich den geschafft hatte, weil das war noch so ein Sprung. Er ist halt unterbrochen, das geht dann direkt nach unten, vor dem hatte ich mega Respekt gehabt. Und ich bin ihn ein paar Mal dann noch gefahren und ich habe ihn immer wieder sehr gut nehmen können. Und jetzt ist die Angst auch weg vor diesem Sprung. Und ich war wirklich super, super stolz auf mich. Dass einfach jetzt diese Angst und das Ganze gelöst ist. Zweiter Abschnitt. Hier ging es dann jetzt auf den zweiten Abschnitt, auf den ich mich auch mega gefreut habe, weil da auch ein Sprung ist, der jetzt gleich kommt, der mir am Anfang sehr viel Kopfzerbrechen und ja, sehr viel Mut gefordert hat für mich. Hier dieser tolle Aufwärtssprung mit diesem Table praktisch. Der hat auch super geklappt auf dem aktiven Sprung. Hat mich auch total begeistert, dass das geklappt hatte. Und ich musste in dem Moment wirklich auch daran denken, weil es einfach mich mit, ja, mit Adrenalin und mit Freude erfüllt hat, diesen Trail zu fahren. Musste ich wieder an die momentane Situation in Stromberg denken, weil leider man ja immer noch nicht so genau weiß, wie es dort weitergeht aufgrund dieser, ja, diesen Schwierigkeiten, die sie momentan haben mit diesem komischen Waldfried da. Musste ich einfach dran denken, wo ich gedacht habe, Mensch, hoffentlich bleibt alles so, wie es ist und wir können weiter diesen schönen Trail genießen. Dann ging es auch in den Abschnitt 3. Dieser Abschnitt ist so ein besonderer Abschnitt für mich, weil da zum Schluss auch nochmal ein ziemlich langer Sprung kommt. Und ja, da habe ich beim letzten Mal auch viel gelernt. Hier nochmal dieser kleine Sprung, den ich diesmal auch nicht zu kurz genommen habe. Und jetzt kommt dieser lange Sprung, den ich jetzt diesmal auch richtig angenommen habe, auch mit der richtigen Geschwindigkeit und bin echt sauber gelandet. Das hat mich auch wieder gefreut und mir natürlich wieder ein tolles Gefühl gegeben. Jetzt hier in dem letzten Abschnitt, ihr seht, es war auch doch relativ verregnet oder beziehungsweise es hat am Vortag geregnet, aber es war nicht so schlimm wie in Bad Ems. Hat es trotzdem Spaß gemacht, hier zu fahren und ich habe mich auch tatsächlich trotz meines Sturzes oder mehreren Stürzen in Bad Ems, habe ich mich getraut, hier diese ganzen Barrieren, Holzbarrieren zu fahren. In Stromberg ist ja auch das Tolle, dass diese Barrieren mit Hasendraht umflechtet sind. Das gibt dann doch deutlich mehr Grip und man hat auch das Gefühl, dass man wirklich deutlich sicherer auch bei Nässe auf diesen Teilen fährt. Das fand ich, ist wieder ein ganz toller Vorteil, finde ich, in Stromberg. Zum Schluss gab es dann doch noch den Wallride, den ich mich getraut habe. Nicht ganz so krass, aber ich habe mich trotzdem getraut. Und ja,
Ich habe einfach festgestellt, dass Stromberg einfach so meine Lieblingsstrecke geworden ist. Der Wildhawk ist einfach eine tolle Strecke und ich fahre die einfach saumäßig gerne und bin wirklich in diesen Trail, ja, man kann sagen, verliebt. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es in Mähringen aussieht. Dort habe ich jetzt auch schon vor, hinzufahren. Allerdings warte ich momentan das Wetter noch ein bisschen ab. Die Wetterverhältnisse sind ja momentan etwas schlechter geworden. Aber ich hoffe, euch bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen in einem Bikeparkbesuch in Mähringen. Aber wie gesagt, dazu in der nächsten Folge mehr. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen oben da und vielleicht auch ein Abo. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.